immer das Ding, ich habe gerade eben auf was anderes geschaltet, damit ich den Chat diesmal groß sehe, aber ich glaube, ich brauche noch 10 Bildschirme oder so. Ich brauche einfach mehr Bildschirme. Hallo, wenn ihr das hört, ich brauche noch mehr Bildschirme. Also es ist einfach Fakt. Einfach, ich muss mir einfach noch mehr Bildschirme kaufen, um noch mehr Bildschirme einfach zu haben. Magic ist einfach auf Platz 5 der empfohlenen Kategorien. Auf Platz 5. Ja. Und 158 Leute gucken gerade Final Fantasy 7. Bam, 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 bam. Stehst du, dass ich live bin? Bin ich jetzt nicht live? Doch manchmal keine Lust. Ich sehe dich nicht, aber das heißt auch nicht. Ja, ich guck mal gerade selber auf OBS. Doch, Stream läuft. Guck ich mal kurz auf. Ja, ihr seht immer kurz alles. Könnt ihr mal das ganze Setup sehen? Ja, ist alles so gut, wunderbar. Direkt Chat. Ja, ich habe mein Teamspeak geleakt. Das ist sehr gut, ne? Können Sie alle mein Teamspeak? Oh, jetzt sagt er mir auch, dass ich live bin. Hervorragend. Und die ganzen YouTube-Zuschauer können sich freuen. Ich werde diese Scheiße nicht rausschneiden. Können alle diesen Leak mitsehen. Okay, jetzt sagt er. Jo, gleich fahren wir Snowboard und so. Ja, gleich recht nice. Aber wir müssen auch noch durch die großen Gletscher und die ganze Scheiße laufen. Oh, das ist uncool. Ja. Ich habe schon ein bisschen geguckt, was alles kommen könnte. Aber gucken, vielleicht kommen wir da irgendwie so durch oder auch nicht. Mal gucken. Also gehe ich mir erstmal in die Stadt rein. Auf jeden Fall sollen wir hier, wie viel Money haben wir denn? Wieder 24.000? Ja, da kann ich mir bestimmt was kaufen. Voll rich. Ich glaube, hier war der Waffenladen. Da sollen wir auf jeden Fall rein. Und erstmal alles schön mit Waffen. Waffen. Gib mir Waffen. Opa, wach auf! Wir haben Kunden! Schmatz, Mümpf, oh, willkommen! Schön, dass du gekommen bist! Opa! Okay, oh, die ist besser, der Organix. Ich glaube, mit Tifa laufen wir nachher noch rum, ne? Ja. Also für Tifa brauchen wir definitiv. Oh, der war auch teuer. Einiges besser als was sie trägt. Ja. Oh, der ist auch. Der Miro Laser ist auch besser, aber dann haben wir fast keine Kohle mehr. Das ist scheiße. Nee, für ihn wird das noch schlechter. Also egal. Das bedeutet, wir brauchen noch für Cloud. Dann brauche ich noch circa 10.000. Erstmal farmen. Nee, warte, kommen wir hier noch. Ja, aber Armbänder gibt's hier gar nicht. Hier gibt's ja keine Armbänder, außer langweilig. Ich guck mal kurz, was ich hier verkaufen kann. Ja, das können wir nicht verkaufen. Titanreif. Ich glaube nicht, dass du 10.000 zusammenkriegst. Nee, glaubst du nicht? Ja. Ah, ich geh kurz mal farmen. Ja, mach mal fix. Ja, muss ich ja wohl, ne? Ja, lohnt sich schon, ey. Höhle und so ist ein langer Akt. Stimmt, nee, der war ja auch. Der, für den hatten wir sowieso nichts. Und Barrett hatte gerade den Vulkanblaster und kriegt jetzt. Ja. Komm, wir können uns den ganzen Blaster hier alle verkaufen. Sigi schreibt, Seegurke, okay. Seegurke! Ja. Seegurke. Miro. Ich hatte Miro mal eine Seegurke in der Hand. Und da hat die gespritzt. Oh. Ja. Können wir noch was reinsetzen. Verwandlung und, Zusatzwirkung. Da müssen wir nicht Zusatzwirkung und Nebenwirkung zusammen reinsetzen. Doch, Mann. Das sieht genauso aus wie so ein scheiß Penis, der rumspritzt. Ja. Ifri und Feines Gold, ich glaube, können wir kurz mal. Muss man nicht Nebenwirkung und Zusatzwirkung irgendwie zusammen reintun, um den einen Boss zu kriegen? Ich weiß nicht mehr, ich mach's aber einfach mal. Nebenwirkung,
musst du mit einer Substanz kombinieren und zusätzlich musst du auch mit einer Substanz kombinieren. Ach so, Also mit so einer Materia, die ein Element hat. Feuer, Wasser, irgendwas. Okay, dann muss ich da was anderes reintun. Zauber plus und okay. Glück. Okay, dann nicht. Nee. Ich will diese Dinger, ich pack die mal drauf. Ich weiß nicht, ob die gut sind, aber ich mach das. Ja, aber doch nicht Nebenwirkung auf Zauber plus. Nein, das nicht. Aber Zauber plus mit sich tragen. Du kannst doch Ifrit da drauf packen oder so. Ifrit ist doch Feuer. Okay. Ja, aber hier habe ich nicht mehr, nur Zusatzwirkung und dann hier einfach. Aber das, die sind nicht mal verbunden. Ja, dann musst du auf die ersten beiden Schutz packen. Nein, da ist das Gegenangriff und Schutz. Achso, ja, aber die müssen nicht verbunden sein. Die können einzeln rumfliegen. Echt? Ja, die sind nur eine coole Combo, aber die müssen nicht verbunden sein. Okay. Nein, du musst hier, Also gucken, hier waren Nebenwirkungen, du musst hier jetzt Zusatzwirkung und Schwerkraft oder was, ne? Feindestechnik ist auch noch nicht drin. Du musst nicht schlecht, wenn du das auf das, also wenn du das auf deine Waffe packst, ne, dann macht die halt Feuerschaden. Und wenn du das auf deine Ausrüstung packst, so, dann kriegst du weniger Feuerschaden. Na, aber ich muss ja Feindeskönnen muss ich auch noch irgendwo reinkriegen. Ach scheiße. Ja. Was hast du denn für drei Aufrufe da bei dir? Ich hab Ramu, Titan scheiß, dabei. Scheiß auf Ramu. Okay, Feindeskönnen und hier kommt dann, würde ich sagen, Verwandlung oder Schwerkraft rein. Das ist aber nur Demi. Der ist gut. Okay, dann nehmen wir den. Okay, haben wir das. Zauber plus. Okay. Ich will kein Zauber plus reintun. Ich muss da ganz kurz. Nee, warte, erstmal verkaufe ich jetzt alle Blaster und hoffe mal, dass ich dann noch genügend Kohle habe, damit ich ihm dann die scheiß Schwert kaufen kann. Ja, mal gucken. Ich kann ihn jetzt jeden beschissenen. Ich kann jetzt den Raketenschlag verkaufen. Omnistab. Omnistab auch? Ja, stimmt, ist ja nicht mehr da. Ich habe keine Ahnung, was der beste war. Omnistab ist ja nicht von Aire. Ja, was glaubst du, wer letzte Folge gestorben ist? Ich dachte, der kann weg. Ja, der kann dann weg. Aber vielleicht kommt die ja wieder. Stimmt, wir wissen es nicht. Wir wollen ja nicht vorspoilern. Angeblich in der japanischen geht's. Aber ich weiß noch nicht, ob das nur ein Gerücht ist. Magiearmband? Wie sagen wir ein Magiearmband? Lass mal da. Vulkanblaster. Jetzt haben wir an Money. 7000. Ja, gehen wir nochmal ganz kurz kloppen. Ich kriege jetzt kurz Kohle, dann macht das auch Sinn. Ansonsten ist doof, aber ist doch. Komm schon, kommt weiß hier. Ich glaube, die Hasen bringen ein bisschen Geld. Was bringt ein bisschen Geld? Hasen. Hasen? Das sind so Hasen, die machen immer so Vulkane im Boden. Ja, komm schon. Die drucken ein bisschen Kohle. Ich brauche Geld, bevor ich hier weitermache. Geld. Da kannst du jetzt Geld, auch ein gutes Schokobo finden, ne? Aber das ist ja noch nicht das. Ja, oh, die Hasen, ja, geil. Aus Maul. Ja, wieso kann er nicht schießen mit seinem Scheiß? Hä? Ach, er trifft mal wieder nicht. Die weichen immer gut aus, ne? Ah, der Hoppelhase. Gab es Geld? Ein bisschen. Scheiße, das dauert zu lang. Das war echt zu wenig. Ja. Ich muss ja noch irgendwas verkaufen. Auch keine Substanzen. Ja, wenn ich Substanzen verkaufe, dann bin ich echt am Arsch. So. Opa, aufwachen, Kunden sind da, ja, schmatz, Dings da. Wobei, wenn man alle voll hat, so, alle auf 5 gelevelt, das verkauft man voll gut. Dann gibt's irgendwie eine halbe Million oder so viel? Oder 666.000? Halbe Million? Ja. Gib
denn der Zauberstab? An 900. Ja, komm, weg damit. Titan, ich glaube, Titanraff haben die an, ne? Mythrysil. Dann wäre der nicht in deiner Box. Alles, was da drin ist, trägst du nicht. Ah, okay, ne, aber dafür kriege ich auch nichts. Ach ne, doch, dafür, ja, dafür kriege ich ja ganz wenig. Besser als Hasen töten. Verkauft einfach. Ah. Kleinen Summen läppern sich. Okay, ist ja gut. Der Märchenschnab. Oh, der bringt. Der bringt Money. Uni-Stab. Oh, da sind wir schon fast da. Die Schmetterlingsklinge. Zelte sind echt wichtig für den nächsten Akt. Ja. Wir können ja gleich mal gucken im Zelt, aber ich muss jetzt sowieso ein bisschen was verhökern. Zwei Diamantreif. Oh, die können wir auch noch wegballern, oder? Ja. Oh, die bringen richtig. Aber wir nehmen nur eins, dann können wir eins immer nur später verhauen. So. Opa! Opa! So, die wollen wir kaufen. Jawohl. Dann können wir die andere im Vergleich wieder verkaufen. Ich weiß nicht genau. Okay. Ausrüsten. Yay, und jetzt kommt sie. Yoshiyuko gibt's doch nicht viel Geld für. Organix. Und dann haben wir einen Drachenarmband, genau. Hast du voll viele Slots frei, weil du hattest ja vorher dieses Yoshiyuko. Ja. Das hat nur zwei gehabt. Und wir hier richtig viel. Erst können wir Zauber Plus reintun. Zauber Plus. Was auch den Schokoboköder? Ja, den trägt einer von. Ich glaube schon, ja. Auf Zauber Plus können wir Zerstörung tun, dann können wir noch Nebenwirkung. Ach nee, Nebenwirkung, scheiße, Nebenwirkung ein bisschen. Zauber Plus und Zerstörung geht nichts. Ja, deswegen die Nebenwirkung. Musst du auch wieder ein Element draufpacken, so. Deswegen. Achso, nee, gar nicht wahr. Plus ist einfach Zauber Plus. Ja, ich habe Nebenwirkung jetzt und Zerstörung und dann mache ich danach noch Zauber Plus und. Nebenwirkung und Zerstörung macht nichts, das wollte ich sagen. Du musst das mit dem Element koppeln. Element? Also, ich weiß nicht, was trägt für Aufrufe? Rahmut habe ich jetzt wieder reingetan. Ja, wenn er sein Leben nicht zu sehr fickt, 4 Aufrufe zu tragen. Ja, der ist jetzt nur noch bei 1671, ne? Achso, ja, stimmt, okay. Also. Ich würde mit Schokobo auf jeden Fall kombinieren. Glaube ich. Okay, hier haben wir Raub. Nee, Raub ist cool. Weiter Raub fahren. Ja, ich habe jetzt Chocobo und Nebenwirkung. Ja. Raub und Dings. Und dann. Bist du noch immun gegen. Also nicht immun, aber hast nicht so viel Schaden durch Wind. Ist auch cool. Und dann kommt da noch Zerstörung. Zauber Plus haben wir drin und. Irgendwer Shiva? Was? Hat irgendwer Shiva? Ja, Shiva ist, glaube ich, bei Red. Ja, okay. Dann können wir den noch Todesstoß. Ja, ich dachte, der war kacke. Echt? Denn. Dein Standardangriff irgendwie. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Einer, der so ähnlich heißt, macht dein Standardangriff auf jeden Fall kaputt. Dann tun wir da Verwandlung rein. Ja. Also egal, dann haben wir jetzt Zauber Plus, Zerstörung, Erde, Hitze, Chocomo. Ja, er hat kein Alle irgendwie, ne? Wir hatten noch einen Fernangriff, Odin und. Asteroid. Ah. Ja, Komet reicht ja auch. Komet ist. Ja. Hallo, schöner Mann. Oder alter Mann. Also, Komet ist ja quasi alle so. Also, ne? Ist ja so drin. Ja, die Doppel-MG können wir noch verhökern. Was bringt die? 1000. Ja, weg damit. Kanonenball. Weg damit. Was bringt dieses Schwert? 2100? Ne, lass mir da. Mythrysil, oh, die bringt ja nichts. Kannst du so viel verkaufen? Ohrarm, was will er denn damit? Runenschwert. Was genau? Erdtrommeln, noch nie benutzt.
Lass mal gleich die Erdtrommel benutzen. Was denn die Erdtrommel? Ja, ein bisschen höher. Ja, was ist das? Zauber auf alle ich Gegner. Keine Ahnung. Ah, Beben 2, okay. Ach, Beben 2, okay, ja. ich glaube, das reicht. Wie viel Kohle habe ich denn? 6000, ja, das müsste gehen. So. Da hang noch ein Schild von, von Dings. Von Wutai, hier, Schildkultenladen. Ja, wenn du weißt, wo es ist, komm in das, Im Laden bei dem Typen. Achso, im Laden bei dem Typen, okay. Mhm. Nur abgespeichert, weil ich jetzt die ganze Scheiße schon mal gemacht habe vorher. Wo denn? Da so rechts an der Wand. Hier, okay, sehe ich. Ach, dann nicht. Nee? Nee. Ich vertan. Okay. Gut. Das ist irgendwo anders, aber ich meine in der Stadt rein. Ja, was sagt denn der Hund hier? Wow. Ja, das ist aber wow. Was haben wir hier Feines? Lass mal reingehen. Du musst in das eine Haus und die Karte klauen. Oder du fragst erst nach der Karte. Das ist deine Entscheidung. Mein Junge, Mein Junge verletzt sich gleich, als wir hierher gezogen sind. Ach so. Ich habe ihm kein Snow. Ich hätte ihm kein Snowboard kaufen sollen. Ja, dann gib mir doch dein Snowboard. Okay, ich will ein Snowboard haben. Junge. Schluchz, Jammer. Ich will dein Snowboard haben. Schluchz, Jammer. Okay, gut, dann krieg ich das Snowboard halt nicht. Du bist sogar keine Karte. Durch. Ja. Wieso will er mir denn sein Snowboard nicht geben? Was macht ihr denn hier? Na? Nächstes Mal wird er noch größer. Hihi, ja. So ungefähr. Wo bin ich hier denn? Ach, hier muss ich ja nichts. Die Typen da draußen müssen nach der Karte fragen. Echt? Sind die irgendwo? Da an der Wand hängt. Du kannst sie auch jetzt schon einfach nehmen, aber ist unfreundlich. Schau die Karte an. Schau mir doch mal die Karte an. Okay. So, Mutti, was erzählst du denn so? Ach, hier ist eine Katze, hä? Ich habe ja gerade keine Katze angelabert. Hallo. Ich habe gehört, der Alte ist ein erfahrener Bergsteiger. Man sagt, er kann jede Ecke des großen Gletschers, okay, wenn er das kann. Ganz schön krasser Alter. Es ist fast unmöglich, die Nordgrenze ohne Karte zu erreichen. Falls du dahin willst, nimmst du besser die Karte an der Wand damit. Oh, danke schön. Ja, so einfach geht das. Sonst gibt es ja, glaube ich, nichts, was man mitnehmen kann. Ja, nimm die Karte mit. Ja. Yeah. Doch, das ist ein Meter in den Raum. Ach, da oben, ne? Ja. Wie komme ich dann hoch? Ne, ach, hier so. In die Tür da rein, wo die gerade auch rausgekommen. Ja, ja, Heiltrank und Impfstoff war das. Heldentrank. Heiltrank und Impfstoff, ja. Ein Heldentrank, du bist direkt zum Held. Oh, auch noch viel besser. Ich hab die Dinger nie benutzt, bei keinem Run. Lass die mal benutzen, auf jeden Fall. Mal gucken, was die machen, so, ich weiß es echt nicht. Gucke, ob ich ins Innen muss, aber eigentlich nicht, also. Hast du dieser 1/35 Soldat? Keine Ahnung, was er tut. Ich weiß nicht, soll ich nochmal ins Innen? Ach ja, komm, Innen ist nicht teuer. Wir sind hier, wir sind von Costa Extrem hierher zum Snowboard fahren. Jetzt reisen wir wieder ab. Okay, ja, gut. Tschüss. Tschüss, auf Wiedersehen. Ich will pennen. Dann. Heute ist es kälter als sonst. 200 Gilliard übernachten wir. Gute Nacht. Oh ja. Ich brauche aber trotzdem noch das Snowboard, oder nicht? Ja, aber das auch erst gleich. Also da kommen gleich die Turks hin und danach kannst du das Snowboard. So. Da tiefer noch dieses, ich weiß gar nicht, hast du tiefer in der Gruppe? Nee. Die haben auf jeden Fall so ein Bitch-Slap-Fight, so. Die Blonde und tiefer. Nee, er und tiefer. Nein, hier, die blonde Turk, weiß ich nochmal. Ja, aber die, Spoiler mir nicht zu sehr, aber ich glaube, die greift halt Claude an.
Puh, was ist das? Geh nicht zu nah ran, sonst verbrennst du dich. Das macht ja Sinn. Oh ja, verbrenn mich. Oh ja. Okay. Ja, gut, dann müssen wir da jetzt hin. Oh ne, hier hinten gab es noch ein Haus, ne? Da hier war ich noch nicht drin. Oh. Kann man hier irgendwas machen? Das willst du nicht. Willst du das? Das willst du nicht. Ja, Video abspielen, ja. Nein. Der Beginn, die Rappen oder vertraulich. Ah, das ist schon so richtig krasses Zeug jetzt, ne? Ja, eigentlich ist die Story ganz interessant, ist aber halt echt viel Story. Ja, nicht ansehen. Halt mit Lucretia und so und woher Sephiroth kommt und... Also Lucretia ist ja hier die Frau von Vincent und bla. Woher Sephiroth kommt? Story. Ja gut, dann müssen wir uns angucken. Dann den Beginn, oder was? Ja, dann der Beginn. Ja, der Beginn. Okay, gut, dann gucken wir uns mal den Beginn an, weil da gucken wir, ob wir noch Bock haben, dann, naja. Ist langweilig, aber ja. Ja, aber das ist ja der Beginn von Sephiroth. Geht's darum, dass Dr. Gas Lucretia pimpern will? Natürlich nur aus wissenschaftlichen Zwecken. Kamera bereit. Voll auf der Kamera. Nun, Ivan, erzähl mal von Cetra. Vor 2000 Jahren vernahmen unsere Vorfahren die Cetra, die Schreie des Planeten. Die Cetra am, was auch immer, fanden die Planetenwunde als erste. Sag, Iflam, wo liegt, was auch immer, was für ein Ort er da meint? Der Pol da. Die Gegend hier nannte man so und die Cetra lasen da den Planeten. Und ich höre mich ein bisschen doppelt bei dir, kannst du Kopfhörer machen? Warte, ich mach die einfach leise. Achso, da ist auch okay. Iflam, was ist überhaupt Planet lesen? Bücher lesen halt, ne? Das ist schwer zu erklären, so eine Art Konservation mit dem Planeten. Er sagt, es sei was vom Himmel gefallen, das eine enorme Einschlagstelle verursacht habe. Tausende Cetra wollten gemeinsam den Planeten heilen. Aber die Wunde war so tief, dass er sich über Jahre nur selbst heilen konnte. Hat das Volk, ich meine die Cetra, spezielle Kräfte, mit denen sie Planeten heilen? Nein, es ist keine spezielle Kraft. Die Lebenskraft aller Lebewesen auf diesem Planeten wird zu dieser Energie. Die Cetra bauen das Land an, um die lebenswichtigen Energie zu erhalten. Was ein Farmer? Sogar hier, so nah bei der Nordhöhle, schmilzt der Schnee nie. Liegt es daran, dass hier die Energie des Planeten für seine Heilung konzentriert wurde? Ja. Die Energie zur Heilung des Planeten verdorrte erst das Land und dann den ganzen Planeten. Der Planet wollte, dass die Cetra den Pol verlassen, aber... Ilflan, lass uns eine Pause machen. Es geht schon, gerade die Cetra, das geliebte Land, verlassen wollen. Dann erschien etwas. Es sah aus wie unsere tote Mutter und unser toter Bruder. Sie zeigten uns Geister aus ihrer Vergangenheit. Wer ist diese Person, die bei euch der Nordhöhle auftauchte? Kam er, der den Planeten verletzt hatte, auch Krise des Himmels genannt? Erst war er freundlich, dann täuschte er sie und infizierte sie. Die Cetra wurden vom Virus befallen, wurden verrückt und wurden zu Monstern. Nein! Danach tat er dasselbe mit anderen Cetra-Clans. Er infizierte diese auch mit dem Virus. Du siehst müde aus. Schluss für heute. Oha. Ja, das ist ein bisschen mehr dann zu Lava. Wo kann man jetzt hier unten? Kann man hier unten nicht nochmal hingehen? Ach nee, kann man. Aha. Oh, hier unten ist ja noch was. Bam, Turbo-Ether. Das krasse Bett, ja. War er da alleine gelegen? Geht voll bestimmt super Massage ab und so.
Ja, aber hier. Noch einen oder nicht mehr? Egal. Es gibt noch die Rappen vertraulich und nicht ansehen. Nicht ansehen heißt ja auch nicht ansehen. ja. Ja, die Wappen kannst du ja mal machen. Ja, wir machen noch die Wappen. Die Wappen. Vertraulich ist gruselig. Es ist halt so. Echt? So Vergewaltigung impliziert. Ah, nee, das will ich mir nicht angucken. Nachher krieg ich davon Albträume nachher. Iflan, weißt du was über die sogenannte Wappen? Wappen. Ja, Professor. Vertraulich ist genug Rätsel, ja. Jene, die du anfangs für die Cetra hielst, heißt Jenova. Sie ist die Krise des Himmels. Ach, sie hat... Ah, Jenova. Der Planet wusste, dass er die Krise des Himmels zerstören musste. Denn solange sie lebt, kann der Planet nicht komplett heilen. Weapon war eine Waffe, die der Planet selbst schuf. Ja, aber es gibt keine... Indizien, dass Weapons eingesetzt wurde. Ein paar überlebende Kreter schlugen Jenova und sperrten sie ein. Der Planet schuf Weapon, doch sie wurde nicht eingesetzt. Ach, Weapon ist eine Frau, doch sie wurde nicht eingesetzt. Nee, Mehrzahl. So. Das bedeutet, Weapon gibt's auf dem Planeten nicht mehr. Die Weapon sind nicht zu deaktivieren, sie ruhen irgendwo. Uiuiuiui. Obwohl Jenova gefangen ist, kann sie wieder erwachen irgendwann. Der Planet ist noch nicht. Wie bist du der Weapon-Szene heute? Was? Wenn wir den ganzen Krater durchspielen? Ja. Wir gucken mal, wer wir kommen. Der Planet ist noch nicht völlig geheilt. Er behält sie im Auge. Wo ist der Weapon? Ich weiß nicht. Ich kann die Stimme des Planeten nicht gut verstehen. Die Zeiten haben sich geändert. Der Planet beobachtet diese Lage sicher genau. Weiter da. Du bist zur Zwischenstation. Das ist eigentlich schon fast genug. Ja. Wir gucken mal, wie lange wir machen. Wir haben jetzt erst... Wir machen ja meistens immer so 2 Stunden so daher. 1-2 Stunden so. Danke, Iflan, ja, das genügt für heute. 2 Stunden. Da weint sie wieder. Macht er wieder Video aus. Okay, ja gut, das andere gucken wir uns nicht an. Das könnte verstörend sein. Wenn ihr das Spiel irgendwann mal selbst spielen wollt, tut es, dann spielt euch dahin, dann könnt ihr selbst angucken. Okay, dann kann ich jetzt hier hinten hingehen. Oder war ich hier schon mal? Ja. Dann gehen wir mal zum alten Typen hin. Hallo. Nein, nicht. Ab da wird es gleich ganz steil. Es ist gefährlich, bitte geht nicht. Ich gehe trotzdem. Ich wollte nur nett sein. Was sind das da für Leute? Sieht nach Ärger aus. Was wo denn? Oh nein. Das sind sie, schnell! Ups. Elena. Ja. Zeit war nicht. In der Cloud, uff, Schnauf. Die lass dich nicht weitergehen. Cloud, und was gibt's dort? Elaine, es ist ein Geheimnis. Geheimnis. Ist doch egal. Du hast ganz schön Nerven, mein Boss so aufzumischen. Claude, du meinst den Boss Cheng? Das waren nicht wir, das war Sephiroth. Sephiroth? Elena, nein. Mich kannst du nicht verarschen. Lügner! Claude, nicht gelogen. Das war Sephiroth. Tu bloß nicht so unschuldig. Das werde ich nicht vergessen. Weit war's denn aber. Claude, oh Mann. Elaine, zu reden hilft wohl nicht. Ich muss es dir einprügeln. Nur du und ich. Schon gut, ich werde
mit dir fertig. Wer nicht hören will, muss fühlen. Was? Ja? Was? Ausweichen? Pfeil oben. Ah, ich konnte nicht ausweichen. Warum hast du nicht, ja, weil ich weiß, dass es ihm zu schnell ging. Den großen Gletscher packst du eh nicht. Bring sie ins Dorf, bringt sie in ein Haus im Dorf. Och Mann, wieso habe ich denn nicht... Muss ich jetzt die ganze Scheiße nochmal wieder machen? Wo steht wieder auf? Ich bin gerade nicht sicher, aber kann gut sein. Nee, eigentlich sind jetzt in der Stadt überall Leute. Also so Soldaten und so. Und dann kriegst du das, das Snowboard. Das Snowboard. Ja. Hier oben, was macht der Typ denn jetzt da oben, hä? Hallo? Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall, Da ist in der Mitte beim Hund. Ja, ist auch. Junge, gib mir jetzt ein Snowboard. Ich hab mich am Snowboard verletzt. Nun kann ich eine Weile nicht raus. Hey, ich geb dir mein Board. Ja, mach das. Ja, gib mir das mal dort. Sag Bescheid, wenn es klappt. Besorgt Snowboard. Ja, so schön. Ah, ich hab dein Snowboard. Ja, kann man den da oben nicht auch noch anlabern? Kann man den hier oben nicht an? Nee, kann man nicht anlabern. Kommt man dann nicht nach oben irgendwie? Ja, doch, du musst wieder zu den Typen, der sagt, da wird steil und so. Nein, ich wollte eigentlich da oben die auf dem Dach da irgendwie den Typen anlabern, aber geht's nicht. Achso, nee. Ach hier, jetzt kommen wir nicht mehr raus, ne? Ja. Ihr Spaß, lasst mich. Ich meine, ihr lieben Menschen, lasst mich durch. Das Dorf steht unter dem Kriegsrecht, tu, was man dir sagt, tritt ihn in den Arsch. Wir kämpfen mit denen, ne? Sind eh nur zwei Soldaten, mach es. Ja. Eigentlich ist es geheim, aber oben im Norden soll mächtig was los sein. Der Präsident kommt auch. Könntest du dich also etwas unauffälliger benehmen? Ah. Die lassen mich nicht durch. Ich muss jetzt, ja. Ja, du musst jetzt runterfahren. Ja, dann fahren wir ganz runter. Hallo, ich fahre jetzt runter. Ich glaube, der rechte Weg war der leichtere. Also ganz am Anfang splittet sich der Weg in zwei Richtungen. Entschuldige, dass ich mich, verdrückt habe. Ich dachte, es gibt Ärger. Du brauchst eh ein Snowboard, um den Abhang hier runter zu kommen. Soll ich es dir beibringen? Ja, sag mal kurz. Okay, oben, links runter, rechts runter, unten ist Bremse, wechseln ist Bremsen und Abbruch ist Springen. Okay, ja gut, das muss ich ja wohl hinkriegen, irgendwie. Nein, ich versuch's aber erstmal selbst. Wie komme ich denn jetzt langs? Hier muss ich lang, ne? Sei vorsichtig, ja, bin ich. Oder auch nicht. Okay, Abbruch war Springen, ne? Muss ich auch gar nicht wissen. Auf X meine ich. X macht er nicht, doch. Oh so, wie bremst er nochmal? Oh, ja, so bremst er. Okay, gut, hab ich. Oh, au. Eigentlich ist es scheißegal, wie man hier fährt jetzt, weil ich muss hier einfach nur runterkommen. Ja, also je nachdem, welchen Weg du nimmst, so bei den Kreuzungen, landest du unten woanders. Okay. Ich meine, wenn du immer rechts fährst, hast du einen relativ kurzen Weg zum Gletscher. Also. Okay, gut. Aber da gab es da noch irgendein Item, was man haben wollte. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Oh, wieso steht dann da? Da war so eine Höhle, da will man rein. Ich weiß, wo okay. Die ist. Also ich kann es dir auf der Karte zeigen. Ey, oh. Aber der Sprung war geil. Ach, was cooles. Ich meine, da waren richtig coole Sachen. So, ich guck mal kurz in die Komplettlösung. Aber vor ein paar Folgen warst du guckst Komplettlösung. Wie bist du denn drauf? Ja, für Items ist das gerade mal okay. Ich kann mich nicht erinnern. Und willst du da jetzt überall rumlaufen? Weil Schneefeld ist wirklich ätzend. Ja, Schneefeld ist kacke. Ich hab eben schon gebremst. So, jetzt, ja, stimmt. Wenn ein bisschen langsam ist, gut.
Und 2 macht 19, wie es mir gefällt. Upsala. Ich hab ein Haus, ein Äffchen und ein Ui-Pferd. Hier gibt's keine Abzweigung bis jetzt. Meine. Ui, aber schön viele Dings hier geholt. Schade, hab ich verfehlt. Ui, au. Au. Ende. Ach nee, doch noch nicht Ende. Ui, ach kacke. Ich dachte, hier wäre schon Ende. Ah, Zusatzschlag, genau. Zusatzschlag ist voll geil, den wir immer haben. Dann greift der mal zweimal an. Ja, ach, den greift der mal zweimal miteinander an. Ja. Nein, warum? Und Alexander gab's da in der Höhle, ja. Nachher beim Gletscher, oder wie? Oh, ja, genau. Ja. Also, nicht beim Gletscher, sondern... Im Schneefeld ist so ein, ja, so ein Stein, wo so ein Loch drin ist. Oh, scheiße. Ist so nach so einer Brücke mit so einem umgefallenen Baumstamm. Ich weiß auf jeden Fall noch, wo das ist. Oh, oh, oh. Ich überfahre jetzt gerade abgebogen. Ich bin gerade gar nicht abgebogen, hier konnte man nicht abbiegen. Noch nicht. Abbiegen kommt zum Schluss, glaube ich, erst. Oh. Ah, ich muss gerade ein paar Bäume abholzen. Ich bin Holzfäller. Ups. Ja. Ein sehr guter Holzfäller sogar. Das hat früher mal Spaß gemacht, aber irgendwie, ja. Da auch die Steuerung irgendwie. Gab's nur die Steuerung. Scheiße, ja. Yay. Geil, aber schon manchmal schon war schon nice so. Oh ja, hier jetzt rechts rum, ne? Ich bin rechts rum gefahren, ja. Oha, oh. Oh, oh. Au. Der Stein ist weg, geil. Ich hab den Stein. Ich bin jetzt ein Steinwegfäller. Oha. Nein. Ah, okay, der Stein ist auch weg. Kann man starten wir Minecraft? Was? Du willst Minecraft starten? Ja. Au. Ne, Minecraft hat so gut. Banner zu bauen. Oh, wieder rechts, ne? Ja. Oh. Er hat... Oh. Der ist ja richtig geil weggefallen. Bam! Ey, Mann. Au. Au. Oh. So kann man die auch wegmachen. Du willst Minecraft spielen? So, Minecraft. Ja, aber hast du überhaupt Minecraft? Hast du überhaupt Minecraft? Kostet hey. 20 oder so, ne? Ja. Also ich hab Minecraft. Claude, uff. Ja, ich hab Minecraft. Ich habe schon Minecraft gespielt in so einem Kreativmodus, aber ich habe auch keinen Server oder sowas. Einfach auf Griefer Games. Ja, wir haben es irgendwie geschafft. Yeah. Geht's allen soweit gut? Da wird natürlich Red. Ich hab Schnee im Ohr. Ja. Das Griefer Games, ja, meinetwegen. Cloud, also, wo sind wir gelandet? Sieht aus, als wären wir ziemlich weit gesprungen. Barrett, was ist das? Sie haben dir gerade etwas gegeben, stimmt's? Nutz die Wechsel, um es dir anzusehen. Wechsel. Wechsel war. Wo war ein Wechsel? Kreis oder Dreieck oder so? Ich guck grad. Hier war die Karte. Nee, das war's nicht. Wechsel war's nicht. Das war die Karte, ne? Ja. Im Wechsel kam jetzt auf die Karte. Ja.
Also auf die Karte gehen aus. Ja. Ah, ja. Du musst aber auch zwischendurch Viereck smashen, um dich aufzuwärmen. Ja. Ja. Okay, komplett. Nee, das wäre jetzt später auf, dem Gletscher selbst so. Aber da kannst du auch zusammenbrechen wegen Kälte. Also beweg dich. Ja, ja. Ja, so, ich muss kurz gucken. Oder sagst du mir, wo ich hin muss, oder was? Dann geh mal weiter, ich erkenn's grad nicht. Was ist denn da in der Höhle drin? Verlass den Bildschirm nach rechts. Und dann ist vom nächsten Schnee überdeckt fleißige Pfade. Folge dann nach rechts gerade oben. Komplett löse. Was bist du für einer? Was hast du? Du hast gerade eben gesagt. Nee, nee, komm, nee, nee. Welches Item das war. Er ist nach rechts oben. Um mir sicher zu sein, ob es sich wirklich lohnt. Ach so. Aha. Cloud riecht nach Ärger, verschwinden wir. Sekunde noch. Wieso? Sekunde noch. Wieso muss ich denn noch? Wo muss ich denn hin? Nirgendwo. Ach, verschwinden noch. So muss ich runter. So. Ui, hä, wo kommen wir jetzt an? Oh, was macht er denn? Ich bin ja geflasht, ich hab das irgendwie noch nie gesehen. Ich auch nicht, aber wo, hä? What the fuck? Müssen wir jetzt weiterlaufen? Ja, anscheinend. Ist auch nur ein Pfad, den man laufen kann. Was war das? Das hab ich noch nie gesehen, schlimm. Ach, nee, ach, hier ist das Kaff wieder, ne? Hä? Der Ausgang. Ich hab noch nie den Ausgang gesehen. Gibt's einen Ausgang? Ist das neu? Keine Ahnung. Wie, was? Hier komm ich jetzt so nicht wieder rein. Achso, doch, das stimmt. Du bist auf der anderen Seite. Ja. Das meinst du, ich komme ins Dorf nicht mehr rein oder ich komme in den Dings da nicht mehr rein? Doch, du kommst ins Dorf rein oder du kommst jetzt auch da wieder rein. Ich muss ja auch da wieder rein, erstmal. Ich war schon aus. Hast du noch nie gesehen, ich schwöre. Ja, ich will extra nicht speichern, sonst kann ich hier laden, ist ja genauso schön, aber ist auch egal. Ja, doch, ja, hier komm ich, ja, geil. Ich kann ja kurz mal speichern. Ah, da bist du jetzt, okay, cool. Geh mal auf die Karte. Bin ich. Nein, ich meinte auf die Karte. Ja, da kann ich erst wieder reingehen, wenn ich, Ja. Ja, bin ich. Ja. Ich hab's ein bisschen verzögert. Siehst du unten das Schild? Ja, da bin ich ja. Ja, genau, da bist du. Und jetzt siehst du den See, ne? Mhm. Ah, und da. Und bei dem See ist ein Baumstamm, ne? Ja, links, den Baumstamm, ne? Ja. Also, ja, so oben, meine ich. Ach den Baum. Also so eine Brücke und die Brücke ist ein Baumstamm. Okay. Na, da musst du erstmal hin. So, erstmal in diesen See rein. Das bedeutet, ich muss jetzt erstmal quasi geradeaus. Geradeaus und rechts oder was? Ach ne, ach, der oben muss ich hin. Also muss ich. Aber ich muss erstmal geradeaus, rechts und dann um den See rum, an den Baum längs und dann an den Baumstamm darüber. Ich würde links rum gehen, so, weil ich glaube, links rum ist cool. Aber ich muss doch. Aufwärmen kannst und so. Ja, ich muss doch beim See muss ja sowieso rein und mich an der Quelle kurz aufwärmen. Richtig. Also, aber ist doch, da muss ich doch sowieso rechts rum, oder nicht? Kannst du machen. Ja, mach das. Ich gehe geradeaus, dann gehe ich nicht rechts und dann, ich probiere es einfach mal. Ja. Ja, natürlich gleich in direkten Kampf wählen, aber erstmal ein Kampf. Ach, die Scheiße hier. Egal, Angriff. Geht die erstmal aufs Maul. Boah, der war gut. 130. Weitere Klaue.
Weite. Weiterklaue. Achso, Weiterklaue. Geil. Aber jetzt hat aber Cloud voll das geile Schwert. Sieht ja mega aus. Mega. Da. Wow. Der hat gekrittet gerade eben. Der hat gerade eben. Oh, Chocobo auf 1. Das ist voll gut, funktioniert mittlerweile voll nice, weil er hat voll viel Glück. Okay, also geradeaus muss ich laufen. Immer wenn David angegriffen wird, macht der Konter. Also fast. Jetzt muss ich rechts, ne? Ja. Läufst du so unter dem Wald entlang. Der Karte halt, ja. Hä? Ne, so. Durch den Wald. Ja, jetzt hättest du nach oben, du musst. Ich laufe gerade nach oben. Ja. Oh, gequittet! Der war nice. Eieieiei. Eieieiei, das gab ja schon wieder. Oh, hier ist eine Substanz. Gemütskapsel habe ich gefunden. Hier ist noch eine Substanz, glaube ich, oder ist hier noch irgendwas? Hier sieht nur grün aus, glaube ich. Was ist hier? Nee, hä? Ah, okay. Aber jetzt komme ich hier nicht mehr längs, also. Rechts. Rechts, jetzt oben oder rechts, okay. Ich komme nicht mehr weiter. Hier ist irgendwie eine Sackgasse gerade. Ja, du bist da am See direkt. Also lauf mal unten drunter. Tiefer? Tiefer? Ist halt am Rand des Sees, deswegen kannst du da nicht vorbeilaufen. Siehst du, wo der See aufhört? Ja, hier nicht ganz. Ja. Lalalala. Angriff! Wenn das denn für Viecher? Ich glaube, da muss oben gehen. Jetzt, ja, er muss ja erstmal wieder gleich in die Kreuzung kommen. Ja, ich glaube, das ist gerade eine Kreuzung. Wow. Oh. Okay. Das war. Ah, hier ist eine Kreuzung. Hier muss ich oben gehen, okay. Oh. Ja. Oben rechts. Ah, jetzt bin ich am See. Ja, geil. Ja, und wenn du da links gehst, bist du bei dieser Höhle, die mitten auf dem See drauf ist. Ja, da bin ich ja gerade hin. Oh nein, was ist die denn schon wieder? Kalter Atem. Shiva! Au. Eis 2, natürlich. Kriegst du aufs Maul. Oh, Barrett, du musst dich heilen. Oh. 2000 Schaden, Alter. Der war schon nice. Verwandlung plus und Eiskristall. Zauber. Zauber, Heilung. Hier kannst du mal Heilung 2 direkt geben. So, weiter geht's. Trank erhalten. Ja. Jetzt laufen wir dieses Eis hier rüber, ne? Ja. Von hinten auch noch Angriff. Schön ist, dass er die beiden noch zurück... Ah ne, er greift nur einen zurück an, leider. Trotzdem zack, zurück angegriffen, gleich umgenietet. Sehr schön. Ja, schön gemacht. Ja, jetzt stand Barrett auch in der ersten Reihe, so, weil... Er war ja von hinten angegriffen, deswegen macht er doppelt so viel Schaden. Ah, jetzt muss ich hier irgendwie rüber, ne?
Das ist ein bisschen tricky, so, also nicht wirklich, aber. Cloud, die Überquerung ist der einzigste Weg. Es muss sein, ich habe keine Lust, es muss sein. Ich habe keine Lust. Dreh dich in die Richtung, in der du springen willst und drücke OK, okay. Okay. Uff. Ja, jetzt komme ich ja gar nicht rüber. Hier ist ein Puzzle. Was richtig, aber da hättest du links springen müssen. Da gibt auch andere Wege. So ist es. Hab's doch geschafft. Ah, geschafft. Und ab in die Höhle. Jetzt krabbelt er in die Höhle rein. Was ist hier? Sicherheitsbitze. Was ist unten ist gefunden? Das war's hier, oder was? Sicherheitsbits. Sind Sicherheitsbits. Ja, das war so. Was sind denn Sicherheitsbits? Keine Ahnung. Super, und dafür bin ich jetzt in die Höhle gegangen. Ja, das ist bestimmt wichtig. Achso, okay, gut. Ja, nee, ich hab keine Lust, natürlich. Ich muss da rüber, Junge. Es muss sein, okay. Okay. Wenn du aber stirbst, dann bist du auf, auf der anderen Seite. Hm. Ja, Prinz Wasser. Krieg das auch so hin. Nein. Geht doch nicht. Rechts. Nein, ich bin trotzdem auf der anderen Seite. Ich bin trotzdem wieder auf der Seite, wie aufgelandet. Achso, fahren, echt? Okay. Ja, ich muss. Ich muss rechts. Okay, aber ich muss rechts, okay. Nee, beim letzten Sprung, der hättest du rechts statt links gemusst. Wärst du drüben gewesen. Und jetzt rechts? Ja, jetzt bin ich drüben, hab's. Da hab ich den ganzen Scheiße wieder zurückgelaufen. Und dann, wo muss ich dann hin? Oben her. Ja, bin wieder an den Kampf. Zack, 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 fertig. Ja. Er macht mir eben kurz alle allein platt. Warum kämpfe ich überhaupt noch mit den anderen? Ja. Das noch voll aufgelevelt ist, so das funktioniert dann einfach immer. Jedes Mal, wenn die angreifen, sterben die. Zack, zack, zack. Jetzt muss ich oben lang sowas. So, jetzt oben hoch, okay. Okay, jetzt aber. Karte, zeigen. Und jetzt muss ich. Wo muss ich jetzt denn? Oben oder geradeaus? Du musst ein kleines Stück geradeaus und dann, ja, nach oben. Okay. Na, Barrett ist schon da. Ach nee, die machen. Oh. Noch ein böser Schaden. Ja. Alter, wir haben zweimal gekrittet. Au. Oh, nochmal wieder gekrittet. Eieieiei. Oh, schon wieder 18.000. Money, money, money. Jetzt muss ich nach oben, okay. Jetzt bin ich an dem Baum hier und jetzt muss ich oben, ne? Hoch, ja, genau. Ich kann nach oben nicht mehr, ich kann nur noch. Nach links oder nach rechts? Ja, du musst links. Okay. Nach links. Dann müsstest du gleich zu diesem Baumstamm kommen, der am See liegt. Warte mal. Irgendwo in so einem Eisding ist Alexander. Wieder zurück? Boah, geh mal kurz zurück. Könnte sein, dass es da war, weil das ist nicht bei dem Baumstamm so. Irgendwo in so einem Eisding? Wo, hä? Ja, der ist voll in der Wand drin, den sieht man kaum. So. Ah.
Ich glaube, man darf gleich mal Heiling, Holy machen. Fliegende Sichel. Ah, der ist böse. Ja, das ist ein gab's hier den... So, irgendwas war in so einer Wand drin, was man kaum gesehen hat. Alle Substanzen, glaube ich, oder so. Doch, egal. Ne, wir können ja gleich mal... Wo soll denn drin sein? Also ich bin jetzt ja gerade in diesem Ding. Das ist schwer zu erklären, das ist echt schwer zu sehen, der Pixel. Ne? Mal kurz, wo das ist. Ah, komm, Satellitschlag machen wir nicht. Ach, Feindestechnik. Oh, der hat aber auch gut. Ja, aber hier ist ja vorm Baum. Also hier steht ja dieser Baum. Und dann, du meinst, in diesem Dings ist da dann irgendwo drin. Ja, das muss jetzt nicht auf dem Weg gewesen sein. Das Bild gibt's öfters. Guck grad deswegen. Also. Ich gucke gerade so ein bisschen. Einfach über X drücken. Oh, ich bin hingefallen. Oh, ich bin, hä? Weil unterkühlt war oder was? Bist du wach? Okay. Oh nein. Soll ich die ganze Scheiße mal machen oder was? Wissen wir gleich wieder, wo wir sind. Bist du am großen Gletscher zusammengebrochen? Es ist kein Wunder, dass du noch lebst. Hätte ich schnell laufen müssen, okay. Ja, das passiert irgendwie, ich weiß nicht, ob das random ist oder nach einer gewissen Mein Zeit. Name ist Holzhoff, ich lebe hier seit 20 Jahren. Falls du vorhast, nach Norden zu gehen, dann hörst du dir besser meine Geschichte an. Ach Mann, soll mir die ganze Geschichte anhören. Warum gehen wir nicht ins andere Zimmer und setzen uns? Ja, dann geh doch. Ich soll hier hochgehen, auch so. Aber auf jeden Fall, dass du nur nicht hochgehen willst gleich, ne? Hast du von den anderen gehört, die sich an den Felsen gewagt haben? Ja, klar. Vor 30 Jahren wagte mein Freund Jamski und ich sich zum ersten Mal an den Felsmann zu klettern. Aber wir waren nicht vorbereitet. Wir hatten nicht mit so tiefen Temperaturen gerechnet. Am Fels pfeifen stets ein super kalter Wind. Dieser Kälte senkt die Körpertemperatur. Jamski war unterhalb von mir. Er durchsuchte sein Seil. Ich hab's nicht mal bemerkt. Oh nein. Seitdem lebe ich hier, nehme es mit dem Felsen auf, gebe anderen Bergsteigern einen Herberge und wärme sie. Wenn du den Fels ersteigen willst, musst du zwei Maßnahmen ergreifen. X, Er kuschelt sich so an die Ränse. Ja. Zuerst prüfe deine Route. Bei dem Schnee ist der Weg schwer zu finden. Und wechseln nochmal drücken, um die Körpertemperatur zu erhöhen. Achso. Wechseln war. Ja. Ja, Mann. Ach, wechseln war hier oben L1 bei dem. Zweitens, wärme dich an den Felsenvorsprung auf. Okay. Verstanden? Ja, hab ich verstanden. Du musst nach dieser Kletterei sehr müde sein. Ruh dich etwas aus, bevor du weiterziehst. Irgendwie schlafen, jetzt kann ich speichern und dann kann ich wieder rausgehen. Und weiterlaufen! Immer weiterlaufen. Weiterlaufen. Erstmal speichern. Ist nicht auch da? Was? Kumpels sind jetzt da. Ob das ganze Team steht draußen vor der Tür oder so? Ja, ich speichere trotzdem erstmal. Ja, speichern. Immer speichern. Wir wollen ja auch nichts verändern. Wir gehen einfach nach unten. Wir können da erstmal warten. Okay.
Okay, hier war auch nichts. Da kommen wir jetzt auch. Ja, stimmt. Und irgendjemand, ich glaube, tiefer geht mit, ne? Ja, aber nur wenn man halt hochgeht, so, ne? Also, wir müssen runtergehen. Ja. Du hast noch was zu erledigen. Irgendwie sowas muss man gleich antworten, auf jeden Fall. Bevet, weißt du, ich hab nachgedacht. Ja, nicht jetzt. Wir sichern die Strecke, hier kommt. Nee, das müssen wir nicht. Wir sichern die Strecke, ihr kommt später. Du musst jetzt runter, oder was? Okay. Hä? Wo bin ich? Cloud Schnee, so weit. Jetzt passt genau drauf auf, was passiert so. Du willst immer geradeaus laufen. Okay, Schnee, soweit man sehen kann, ich passe besser auf, wohin ich gehe. Also das rotiert, weißt du, und da musst du achten, wie weit das rotiert. Das rotiert immer um 45 Grad. Ich werde hier mein Zeichen aufstellen und dann loslegen. Zeichen stellen und okay. Also muss ich mit okay drücken, oder was? Ja. Ja, so, okay. Was muss ich jetzt machen? Immer nach unten gehen. Immer nach unten laufen, ja. Und dabei rotiert das und dann musst du die Richtung wechseln. Okay, jetzt muss ich nach rechts quasi gehen, ne? Ja, genau. Okay. Ja, du musst nach rechts. Ja, ich gehe nach rechts. Jetzt muss ich nach oben gehen. Ja. Ah. Jetzt muss ich nach links gehen. Jo. That's strange. Ich laufe bestimmt im Kreis. Nach links gehen? Ja, bin ich gerade im Kampf drin und danach muss ich glaube ich nach unten gehen dann, ne? War gerade am Rotieren, so, ja. Ja genau, danach muss ich nach unten gehen. Ja, hau ihn einfach weg mit deinem... Au! Der hat bestimmt wehtun. Oh ja, der tat weh. Limit, welcome to the limit! Wo hat er nur den Satellit? Man weiß es nicht. Kaputt. Gute Frage. Im Rotieren, das muss ich nach unten gehen, ne? Ja, gerade eben links gegangen bin. Oh, jetzt bin ich wieder draußen. Und jetzt? Jetzt? Du hättest nach links gehen müssen. Aber ja, rechts. Besser weiterlaufen. Sehen wir, wo du rausgekommen bist. Okay. Also irgendwo bist du falsch gegangen, weil eigentlich ist in der Mitte ein Ort, wo man... Jetzt bin ich hier, wo bin ich hier? In der Mitte ist was. Ah, da bist du, das ist schon gut. Ja. Ja, weiterlaufen. Okay. Immer nach oben. Ich bin gerade nach unten gegangen. Okay. Ach so, da, alles klar. Ganz neu nicht nach oben. Du musst in so ein Gebiet, so, wo so, 4-5 Abzweigungen sind. Und von da kommst du zu so einer, auch zu so einer Schneeprinzessin-Frau da, die musst du besiegen, und Chris Alexander. Ach so, okay. Ich glaub, von da kam man dann auch zu diesem Doppelschlag, so. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Gang das war, sieht man da. Ja, muss man nicht dafür die Quelle irgendwie berühren? Ja, die Quelle berühren ist auch ganz gut. Ja genau, du musst erst die Quelle berühren, sonst kriegst du diese Schneeprinzessin nicht. Ja, ja, hier ist doch die Quelle, oder nicht? Ja genau, das ist die Quelle, die musst du berühren. Wie berühre ich die denn? Ja, zum Heißen gehen. Da, wo das voll dampft. Geh doch gerade zum Heißen. Ne, auf der anderen Seite. Links. Hier. So. Das ist die einzigste Stelle, berühre sie, ja. Ja. Hm. Eine heiße Quelle. Ja, eine sehr heiße Quelle. Zauber, nochmal kurz Heilung an dem Typen da. Sicher ist das. Und jetzt muss ich hier wieder runtergehen, was? Ja. Jetzt muss ich jetzt rechts und nach unten gehen. So, rechts, unten. Glaube ich egal. Glaube ich das gleiche. Geh ich runter. Über den Stein hier. Jetzt kann ich hier hochgehen. Ja. Ja.
mich hier wieder hoch. Wo bin ich jetzt? Bin ich hier? Jetzt kann ich nach oben. Abzweigung, ja, ne? Ja. Ja, da sind wir. Wo kann ich hin? Wo soll ich hingehen? Dann oben her. Oben dann, aber ich trinke kurz was. Trinken ist wichtig. Ein Kampf. Ja, auch down. Okay, dann müssen wir gleich nach oben gehen, okay. Oh, und dann kommt die Schneetuse-Frau irgendwann an und dann. Nicht oben her. Was? Ich muss jetzt oben längs oder doch? Nein, nicht oben. Abzweigen dann nach unten. Oben her. 9. Da sind wir wieder beim Baum. Ist was? Bei der Abzweigung. Oben oder unten? Kurz gucken. Ich gucke mir gerade die Bilder an. Ja, ne? Ja, du musst den oberen Weg gehen. Oh, da gehen wir oben längs. War verwirrend. Ja, es gibt mehrere 8, so. Ja. Okay. Hier kommen wir nicht längs. Ja. Ja, so links. Links, oh, ah ja, jetzt hab ich's, okay. Jetzt hier hoch, okay. Okay, und jetzt? Ach, hier liegt was. Materie Zusatzstärke bekommen, okay, geil. Ah, genau das war das, was man kaum sehen konnte, das meinte ich. Ja. Ja. jetzt bin ich wieder an der Quelle. No. Und jetzt? Von der Quelle, wenn wir da oben hergehen, kommen wir doch zu der Dings. Höhle. Nee. Können wir nochmal berühren. Ach, schön warm. Und jetzt oben, oder was? 13B. Nee. Da gehen wir dann wieder zurück. Ja, aber ist das ja halbwegs richtig. Aber wir suchen doch die Eistuse. Ja, das war ja schon so der richtige Weg, so. Da muss man halt an einer Stelle so komisch abbiegen. Aber, wir müssen dann wieder... Weg, so. Da aber wir müssen jetzt wieder ins Eisfeld jetzt wieder rein, oder was? Wir müssen jetzt in das Schneefeld wieder rein. Du kommst nicht ins Schneefeld rein. Lauf da mal her. Ja, bin ich auch in diesen komischen, Weg hier. Und jetzt müssen wir gleich in den Schneefeld wieder reinkommen. Nein. Doch, bin ich jetzt im Schneefeld wieder drin. Über das Schneefeld, ey. Ich stehe doch gerade auf dem Schneefeld. Dann geh halt wieder raus. Ja, ich... Ist auf jeden Fall zum Baum wieder. Weißt du, diesen einen Baum? Da müssen wir rechts gehen. Ja, da muss ich da. Ich bin noch gerade. Da muss ich. Wenn, dann muss ich dann nach unten jetzt gleich erstmal gehen. Ja. Vorne mal kurz die Quelle berühren, weil wegen warm und so weiter, damit man nicht abkühlt. Und dann, ja. Schlimm, wenn man ganz viele Sachen suchen muss, dann kann man ja schon fast hier speichern. So. Es ist jetzt aber wichtig, jetzt auf jeden Fall den Alexander noch zu holen, weil der ist echt ein guter Aufruf. Deswegen, ja. Leid, Leute, wenn ihr es mir anguckt, aber es ist... Gotta catch them all. So, kurz anwärmen. Hier kurz längs. Hier kurz hoch. Lalala. Ist das ein Unterschied, wenn man über den Stein läuft? Nee, ich glaube, macht keinen Unterschied. So, kurz alles angreifen. Ach man. Limit. Er hat Limit. Oh.
Meteorschauer, jetzt geht's ab. Bam. Au! Jetzt kriegt ihr aufs Maul. Oh, wie viel Schaden die kriegen! Das ist übel gewesen. Braucht echt einiges. Das ist schnell so 800. Das ist wirklich übel. So, jetzt bin ich wieder hier und jetzt unten runter gehen, oder wie? Lalala. Kommen wir auf diesen Bildschirm 5. Wir wollen eigentlich zum Baum, eigentlich zum Baum. Ja, aber wo ist denn der Baum? Baum ist Gebiet 9. Mal kurz gucken, ob von da Gebiet 9 ist. Jo, du musst den linken Weg, aber den unteren nehmen. Ich habe doch gerade den unteren Weg genommen. Nein, den linken Weg, aber den unteren. Es gibt links zwei Wege und die sind so übereinander. Und davon musst du den unteren nehmen. Check ich gar nicht. Vielleicht auf jeden Fall nochmal hin. Ich bin doch gerade eben unten runtergegangen. Solltest aber nicht runtergehen. Wo muss ich denn dann längs gehen? Oben links sind zwei Wege und davon musst du den unteren wählen. Oben. Ich bin jetzt bei der Kreuzung. Ja genau, siehst du da diese Y-Kreuzung? Davon musst du den unteren wählen. Ach, hier den unteren, okay, ich habe ihn gesehen. Okay, und jetzt hier längs und dann Genau, da längs und dann kommst du in Gebiet 9 raus. Und da ist die Eisprinzessin oder wer auch immer. Auch nicht. Voll verwirrend zu finden. Was? Jetzt schießt er uns. Baum, ne? Ach, er hat sich selbst in Heilung 3. Ich dachte, er ballert uns mit Heilung 3 vor. Das wäre auch lustig gewesen. Schade. Ist ja, ist gut, wenn er wütend ist, dann macht er ordentlich Schaden. Wütender Bären macht Schaden. Wo war ich denn? Jetzt muss ich jetzt runterlaufen, ne? Du bist jetzt beim Baum, ne? Ich bin euch beim Baum. Ich bin umgekippt. Nein, jetzt bin ich wieder im Haus. Ach, so eine Scheiße. Dann musst du nochmal zum Brunnen. Weil sonst bringt das nichts. Ja, ich muss nicht einfach. Ich glaube, ich kann mich noch ganz kurz healen. Bestimmt. Also mal ganz kurz hinlegen bei dem. Ja. Ich will dich nicht mit dir. Möchtest du ausholen? Möchte ich gerne. Dankeschön. Also gut, jetzt nochmal speichern, dann nochmal wieder zur Quelle, dann nochmal wieder links. Ja, zur Quelle und dann zum... Warum wieder so ein scheiß Eisfeld durch? Au. Na egal, wir machen das so lange, bis wir das schaffen. Vielleicht schaffst du diesmal gerade auch. Speichern. Die Quelle muss ich ja so oder so berühren, glaube ich. Ja, zur Quelle muss auf jeden Fall noch. Ja. Wo muss ich nochmal durch? Durchs Eisfeld durch? Eisfeld immer geradeaus, also nach unten. Immer nach unten. Okay, also. Das ist ein Punkt, selbst wenn es nach unten gehen, okay. Ja, Punkt ist, du brauchst eigentlich nicht einfach nach unten. Jetzt dreht er sich, jetzt muss ich nach links gehen, ne? Jupp. Rechts. Ja, rechts. Ja, jetzt muss ich nach oben gehen. Rechts. Nach oben gehen. Ja. Jetzt muss ich noch links dann. Rechts. Ja, ist ja gut. Jetzt muss ich nach oben gehen. Jetzt muss ich nach unten gehen. Ja. Unten. Ja, wo muss denn jetzt denn gehen? Ja, ich sehe Zeitversetzt. Sitz rechts. Rechts. Und wenn er sich wieder gedreht hat? Ist nach unten. Okay. Ja, Kampf. Scheiß Hasen, ich komme nicht mehr drauf klar.
nicht. Knüppelschwert. Oh, gekrittet. Nicht gekrittet. Und der war auch gekrittet. Also ich war gerade auf dem Weg nach unten zu gehen, okay. Ja. Ne, ist er. Ja, aber trotzdem mal da unten. Jetzt muss ich wieder nach rechts gehen. Ja. Hä, wo denn jetzt? Hä? Nix. Geh einfach weiter. Ja, einfach weitergehen. Immer weitergehen. So lange, bis wir es schaffen. Weil die ist nämlich das wichtig. Hat langsam den Überblick wieder. Ja, egal. Das kann ich danach immer noch speichern. Können wir danach irgendwie. Ist wurscht. Wir müssen zu dieser Stelle mit den vielen Abzweigungen und so. Oder zum Baum, je nachdem, wo wir gleich rauskommen. Also beides ist kürzer. Ja, müssen wir trotzdem noch die Quelle berühren vorher? Ja, das auch. Lauf. Keine Ahnung, wo wir rausgekommen sind. Ja. Warte. Ja. Warte. Danke, wir kommen jetzt voll leicht zum Baum so, aber nicht zur Quelle. Also ja. Jetzt. Müssen wir zu 7. Unten muss ich runter, okay. Ja. Unten runter. Muss hier wieder längs. Was geht denn bitte? Into the Storm ist ja echt, ja. Alter, Verwalter. Ja. Was tut man nicht alles, um den Aufruf zu kriegen, Alexander? Aber als ich das gespielt habe, hatte ich, glaube ich, den Aufruf nie irgendwie. Ich habe es nie gemacht. Ja, das ist auch nervig. Ja. Du brichst doch echt voll oft auf den Weg zusammen, so. Ah, ich bin im Baumstumpf. Ja, dann musst du jetzt rechts. Über den Baumstumpf, ne? Ja, über den Baumstumpf rechts. Okay. Dann kommen wir gleich beim richtigen Baum raus, der noch lebt. Ja. Dann müssen wir dann wieder. Alter, was gibt ihr mir denn dafür? Ich muss wieder so richtig krasse Eis schauen. Alter, was ist das denn los? Ja, einer ist tot. Heile mal. Ach, nochmal wieder Lawine. Oh, Lawine ist schmerzhaft. Na egal. Au, ich habe gerade eben geheilt. Ah, kaputt. Gut. KK kaputt. Oh, Nebenwirkung plus 1. Ja, so leveln wir wunderbar in der Gegend rum. Zusatzschlag eigentlich schon jemanden gegeben? Barrett. Der gibt den Cloud, ne? Barrett hat ja schon seinen Konter und so. Der hat Zusatzschlag hier. Zusatzschlag auf Schwerkraft. Ja, gibt der Cloud. Okay. Der mischt sich nicht so gut mit Konter und so. Er kriegt da Analyse. Cloud steht in der ersten Reihe, dann schlägt er zweimal fest dazu. Ah, okay. Hitze, Erde, Zerstörung. Dann nehmen wir Zerstörung raus, oder? Was haben wir sonst noch? Zerstörung des EKP. Überhaupt müssen drin, da sind Zerstörung raus und dafür Zusatzschlag. Mhm. Ich habe Zusatzwirkung und Zusatzschlag. Zusatzschlag. Zusatzschlag, okay.
Dann machen wir es so. Jetzt hier über den Baum und dann rechts weiter, oder wie? Rechts, ja. Ja, ich gehe jetzt einfach rechts über den Baum und dann wieder rechts weiter. Dann kommst du beim lebenden Baum gleich raus. Da musst du dann wieder rechts. Okay. Ja. Schön, dass er den Sprungschlangen auf einen machen kann. Aber ist böse. 3000, das ist ja. Da ist er kaputt. Ja, ja. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Hier ist der Baum, ja. Baum wieder rechts? Am Baum rechts, okay. Ja. Jetzt wieder hoch. Tralala. Und wieder hoch. Ah, jetzt bin ich hier und jetzt muss ich wieder zur Quelle latschen. Ja, und das ist der obere Weg von dem. Ah, jetzt kommt die Schnalle hier. Beschwörung, Chocomo. Heilung auf alle. Und Angriff. Oh, scheiße. Nation ist so kacke. Okay, er dreht sich. Jetzt kommen wir mit dem Amoklauf. Mach die kaputt, sonst macht der dich kaputt. Kann man extra sterben, so, ne? Ist dein Team mit immer eigentlich. Nein, warum kriegt die noch so wenig? Nein, und Bert muss heilen. Oh, flüchte mal oder so. Nein, es geht. Okay. Ah ja, der hat ja Dennis. Schleife. Oh ja, 2, das haut sie jetzt weg. Angriff. Oh, Ifrit ist auch ganz okay, aber hat glaube ich Red, ne? Ja, ich weiß nicht, wer Ifrit hat. Ah, Junge. Baut das Immun gegen Frauen? Und sonst noch Beschwörung. Odin, Ich kann mal machen. Salamit. Vielleicht einfach so. Oh nein. Tötet er sie. Wenn nicht, dann nicht. Ah, jetzt kommt aber der Satellite. Der macht jetzt kaputt. Ja, das war's. Das war's. Ich muss dich kurz mal healen. So, jetzt wieder hier oben längs, damit ich jetzt wieder zur heißen Quelle komme, die dann wieder berühre und dann wieder zum Baumstumpf. Genau, und dann gehst du wieder zurück und gehst wieder unten links. Ja. Und dann? Ja, sag ich dir dann. Ja, wir müssen dann sowas schaffen, ne? Ja, dann genau. Bist du wieder am Baum vorbei, so. Ja. Dann musst du dann nach links gehen. Ich muss erst die Quelle jetzt wieder berühren. Und dann bist du bei dem Baumstumpf. Und da gehst du dann hoch. Berühre nochmal die Quelle. Berühre dich. Oh, nicht. Ah, das Ganze hin und her gelaufen. Aber es klappt jetzt alles. Ich hoffe, wir brechen nicht zusammen. Ja. Ja, aber er stärkt sich ja immer wieder auf, wenn er die Quelle berührt. Ja. Die wärmt ja. Wir haben es ja bis zur Quelle geschafft. Weiter wie ich. Ja. Eieieiei. Jetzt muss ich hier unten wieder längs. So. Am Baumstamm vorbei.
am Baum vorbei, dann bis zum Baumstamm, über den Baumstamm drüber und dann nach oben. In welche Richtung dann muss ich beim... Fast da. Fast. Links muss ich beim Baum vorbei, ne? Ja genau, jetzt musst du links am Baum vorbei. Links am Baum, ja, ich muss erstmal zum Baum hin. Ja, zum Baum hin, okay. Na, ja, da ist sie schon wieder. Fische einfach, ey, genial. Oder mach sie zum Frosch. Ja, mach das nicht. Hey. Oh, knall die jetzt auch nicht mit Armut weg, das nimmt viel zu viel Mana. Du brauchst auch gleich noch. Du musst ja gegen die gleich kämpfen, im Boss-Modus, ne? Also die ist gleich stark. Echt? Ich sehe gerade, niemand hat Ifri, glaube ich, drin irgendwie. Warum flüchtest du nicht? Ich weiß Ifri nicht, wie man flüchtet. Ja, eins und irgendwas. Ja, stimmt, das ist komisch auf Kontrolle. Bitte. Ich bin auf jeden Fall heraus. Es gibt Gegner, wo das sein muss. So, wenn du auf einen Drachen triffst, um zu flüchten. Ich weiß nicht, wie man flüchtet, das ist das Problem. Ja, ist trotzdem. Ist irgendwas mit Select und rechte Schultertasten. Irgendwie sowas war das. Ich hab das ja auch mal mit der komischen Steuerung gezockt. Keine Ahnung, was oder ist. Nach unten drücken mit dem D-Pad. Und Select oder so, irgendwie sowas. Muss ich gleich mal auf die Tastatur gucken. Oder halt, ja. Ja. Ich muss ja sowieso, warte, ich muss erstmal, jetzt bin ich hier. Ein Baumstumpf? Jetzt nach oben oder wo nach unten? Nach oben. Okay. Eigentlich nur noch nach oben erstmal? Ja. Ach, der wird halt Ifri, okay. Denk mal. Lässt der Klaus mal zweimal angreifen. Objekt. Und immer schon nach oben, okay. Und jetzt den nach links oder nach oben? Nach links, ne? Oben. Ja, da musst du. Ja, ja, halt immer den Weg erstmal vor, so, ja. Immer nach links, also immer den Schnee nochmal nach links, okay. Jetzt nach oben, okay. Aber von dir aus bin ich noch gekommen. Ja, ja, richtig, weiter nach oben. Ja. Ah, er ist umgekehrt. Oh nein! Jetzt, ey! Kurz vom Ziel kippt er um! Ja, sag ja, du bist mir flüchten. Ich weiß nicht, wie man. Oh Mann, Alter, das ist dumm. Lern's jetzt. Guck mal ins Menü, wie das geht. Unfig. Cursor. Normal Benutzer definiert. Das ist ja definiert, mach mal normal. Vielleicht fittet das uns. Ich kann ja gar nicht wechseln. Okay. Klick nochmal drauf, so. Also hier ist ja X, Abbruch ist auf. Hilfe ist Ziel, Start, herunter. Ja, guck mal, B hoch und B runter? Ja, ich weiß nicht, was B hoch und B runter ist. Spielst du mit Tastatur? Nein, ich spiele mit Controller. Aber hier steht auch nichts von Flüchten, siehst du das? Bild hoch, Bild runter. Kamera, Hilfe, Start, herab. Warte. FF7? E-Version? Flüchten. Mmh.
Gleichzeitiges Drücken von Bild hoch und runter. Bild hoch und Bild runter? Musst du gleichzeitig drücken. Wie soll ich denn Bild hoch und Bild runter drücken? Ja, auf deine Tastatur einfach. Wo ist ein Bild hoch und Bild runter? Ja. Neben da sind die, ja okay, ich hab sie, ja. Die beiden muss ich gemeinsam drücken, dann kann ich flüchten. Ja. Okay, dann testen wir es jetzt mal. Also nochmal speichern. Beim Xbox-Controller ist das Select plus rechte Schultertaste. Wichtiger ist fette Achse. Hm. Gut, dann gehen wir hier nochmal ins Innen. Bla bla bla. Select und rechte Schultertaste. Ja. Oh ja. Das wird eine mega lange Folge werden und Leute werden sich fragen, was habt ihr denn gemacht? Ihr seid in einem Sturm gelaufen und habt das scheiß Teil da gesucht. Ja, genau. Heißt sich das die überhaupt jemand? Story-mäßig überhaupt nichts gemacht? Ja, wir haben das gesucht, die ganze Zeit über. Vielleicht wenn das 10 Jahre länger, müsste jemand ankommen und sagen, ja, Hector, schaffe es doch endlich! Ja. Ja, nein, ich will nicht mehr speichern. Bild hoch und Bild runter, okay, guck ich mal gleich. Also jetzt wieder gleich durch den Sturm. Und beim Sturm muss ich jetzt immer nach unten laufen. Nach unten laufen. So, Karte gesetzt. Wofür man sich verläuft, so. Wenn man jemals diesen Pin wieder sieht, dann weiß man, man hat etwas ganz krass falsch gemacht. Echt? Ja, ich laufe schon nach rechts. Jetzt muss ich runter, ne? Das, woran du gerade vorbeigelaufen bist, was da rechts oben ist? Weiß nicht, was das war. Da war eine Höhle. Ja. Hättest du reingehen können? Weiß nicht mehr, was man da findet. Ja! Ja, okay, so kann man. Ich glaube, ich laufe gerade falsch oder so, aber egal. Die Hasen kannst du ruhig machen, aber auch bei dieser Perle fliegen, ne? Ja. Die dauert zu lange. Okay, ich bin wieder. Na, scheiß Sandsturm fickt einfach meinen Kopf. Entschuldigung, er macht einfach meinen Kopf mürre. Ah, ich bin direkt an der Quelle, geil. Nice. Nice, direkt an der Quelle. Ja, jedes Mal, wenn du irgendwo immer woanders rauskommst, ist er. Eigentlich gar nicht mehr so schlecht, müssen wir uns merken. Bist du hergekommen? Links, rechts? Angriff. Hier auch schon ein bisschen Schaden machen, aber das ist nicht so schlimm, glaube ich. Ja, heile dich doch selbst. Gib dir 3000 und er kloppt dich einfach trotzdem weg. Barrett ist wütend. Au. Aber gibt nur 5 Schaden. Ja, sehr gut. Ich glaube, die lauern auch ganz schön lange. Die heilen sich nämlich die ganze Zeit. Also hau auch ab. Ja, der ist jetzt gleich weg. Hä? Okay. Ja, ist weg. Aber zumindest weiß ich jetzt, wie ich flüchten kann. Endlich, nach jahrelangem Spielen, ja gut. Also wir dürfen nicht so viel Zeit mit dem Kämpfen verlinken, weil sonst die ganze, sonst irgendwie abgekühlt und umfällt. Sehr schön. Gut. Ich bin doch schon fast, die anderthalb Stunden jetzt. Das ist ja schon ein bisschen. Ah, die sind fix. Ja, yeah, da haben wir es auch.
Ich könnte jetzt im YouTube-Video einfach alles rausschneiden, aber warum soll ich das tun? Niemals. Dann kann man nicht diese Verzweiflung sehen. Diese Verzweiflung, die man sagt, oben. Sie sind stark? Blitzschlag? Oh, die halten auch voll viel aus. Ich kann, schon geflohen. Oh, einen Angriff haben wir kurz gemacht. Na, da ist sie. Nein, hau ab. Lauf! Lauf doch. Oder wir laufen doch schon weg. Die sind noch zu doch tot. Ja, die laufen nicht weg. So kann ich bei der nicht weglaufen. Ich kann mal angreifen zwischendurch. Na, Odin dann halt. Ich kann trotzdem, ich kann nicht weglaufen. Odin braucht doch voll viel Zeit. Ja. Macht doch nur so eine Kacklanze, erkennt doch nichts. Mach nicht Zauber, renn weiter. Und zwischendurch einfach Angriffen angreifen klicken. Das läuft schon. Wenn okay. Die Gegner sind halt schwer abzuholen. Okay. Angriff und immer drücken, okay. Noch was, da ging ich richtig ab. Hm. Will weglaufen. Nee, jetzt ist sie auch fertig. Ja, die sind zurückgelaufen, ich konnte von der nicht fliehen. Ja, passiert manchmal. Ist halt RNG, so. Also das ist konstant, dass man immer wegläuft, nur wenn man drauf drückt. Jetzt muss ich wieder nach, oben, ja. Ja, links und dann... Ja. Also links und dann wieder hoch, ja. Links und dann wieder hoch. Ja, irgendwann geht mir da oben, genau. Ja. Jetzt rechts hoch oder links hoch? Rechts hoch, so. Ja. Komm, hau ab. Dann bist du in Gebiet 13, ja, und dann ist da rechts so eine kleine Höhle. Und da ist die Perle. Wieso können sie vor dem nicht fliehen, Mann? Wie gesagt, so alles immer zu. Immer, du musst einfach fliegen, gedrückt halten und immer dabei angreifen. Das ist die Taktik. Der macht ja auch gar keinen Schaden bei denen. Zwischendurch loslassen, das ist eine schlechte Taktik. Ja. Drück doch Start und Select. Halt das einfach kurz oder drückst du einfach nur A zum Angreifen. Nee, ist schon fertig. Trotzdem. Konnte ich ja gerade nicht. Ich muss ja den Controller dabei benutzen. Ja, kannst du doch. Ja. Wie gesagt, rechte Maustaste, rechte Schultertaste, R1 und Select. Was ist daran so schwer? So, jetzt muss ich hinten wieder zurücklaufen. Hast du es gehört? Ja. Weißt du, was Select-Taste ist? Ja. Weißt du, was die rechte Schultertaste? Ja, aber das ist ja bei mir nicht. Bei mir muss es dann die linke Schultertaste, aber keine Ahnung sein. Warum soll das so, jetzt bin ich wieder im Schneesturm. Wo muss ich jetzt hin? Warum sollte das die linke sein? Jordi, ich bin im Schneesturm. Wo muss ich hin? Du hast falsch gelaufen. Wieso? Du bist daran einfach straight vorbeigelaufen. So, oder keine Ahnung. Was soll das sein? Du hast gesagt, ich soll nach oben gehen. Ich bin nach oben gegangen. Ja, aber wir waren da. Wie gesagt, im nächsten Bildschirm waren da. Da war eine kleine Höhle, da hättest du reingegangen. Ich hab die kleine Höhle nicht gesehen. Ach, scheiße. So, wo ist hier die kleine Höhle? Ach, bei diesem Gesicht da, ne? Ja. Da irgendwie links hier? Müsste eigentlich Gebiet 13 rauskommen, laut dieser Karte hier. Muss ich hier vielleicht links durch? Nee. Von oben her.
Ah, so. Ah, der kann nur mit einem Schneefeld erreicht werden. Oder die. So, okay. Ja, na, den nur ich. Gut, ich bin die 12er. Ja. Ah, hä? Jetzt bin ich verwirrt. Wir müssen zu 12. Ja. Red Limit, ja, sehr schön. So lange küssen, wie du willst. Ach ne, ja, scheiße, er dreht sich trotzdem. Nein, es macht ein Limit auf den Heiler. Warum denn, du Penner? Ne, doch auf sie. Okay, gut, alles gut. Ich dachte schon. Okay, also muss ich jetzt wieder da hoch, um wieder ins Schneefeld zu gehen. Olli? Das war schon richtig, du musst durch die Schneelandschaft. Ja, du hast... Nein, du bist falsch, ja, echt. Geh zurück. Richtig, da hinten, da ist eine Höhle. Dann musst du immer nach Osten gehen, ne? Gehört? Ja, immer nach Osten gehen. Das mal schaffen. Also ich muss rausgehen und dann immer nach Osten gehen. Oh Mann. Wir warten, bis der Schnee schon weg ist und nach Osten gehen. Ja, jetzt bin ich da wieder reingegangen. Rechts. Ja. Nach rechts. Nicht ja, da, ne, auch nach rechts. Halt. Ah, ich gehe nach Westen, es tut mir leid, es tut mir leid, okay. La 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 la. Dreht sich, jetzt muss ich nach oben gehen, ne? Nach unten. Unten, okay. Ah, hier unten ist, ist so ein Hügel. Ja, da musst du hin. Muss ich hin, okay, und wo muss ich hin? Ach, hier, so, okay. Warte mal kurz. Energy, 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 Heiltrank, Rahi. So. Materie alle jetzt bekommen und jetzt? Schön. Und dann müssen wir wieder weiter nach Osten. Hier ist wieder raus, oder was? Oh. Also ich nicht so weg ist und jetzt nach Osten wieder gehen. Ja, weiter nach Osten. Jetzt hat er sich gedreht, jetzt muss ich nach unten gehen. Ich hoffe, das hat immer nach Osten müssen. Jetzt dreht er sich wieder, jetzt muss ich nach links gehen, ne? Rechts. Rechts, ja, ich komme nicht mehr drauf klar. Da wird das komplett. Jetzt bin ich wieder irgendwo drin. Na, der ist umgekippt! Wieso kippt er denn ständig um? Müssen wir jetzt nochmal wieder die Quelle holen? Ja? Ja. Ich mach mal ganz kurz eine Pause und geh mal kurz schreien. Ich geh kurz auf Klo. Danach probier ich es noch ein einziges Mal. Ich glaub, dann habe ich einen Weg, wie es kürzer geht. Was? Wo ist ein Weg? Geh einfach direkt von der Quelle aus ins Schneefeld. Ja, wenn das geht. Ja, ich glaube schon. Ja. Wir kommen hier von der Quelle aus, vom Schneefeld auch direkt zur Quelle. Ich weiß nur nicht, wo das ist. Also, okay, ich gehe ganz kurz, ich komme gleich wieder in, oh, weiß ich was, ein, zwei Minuten.
So, bin gleich wieder da. Ups, dann war schon jung. Okay. Hi. Hi. Also nochmal wieder kurz von dem Healen lassen. Bla 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 bla, zwei Dinge, tralala, ja, oh ja. La 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 la. Übelst kompliziert. Ein Glück, dass man das ja. Also wieder ins Schneefeld rein. Jetzt vom Schneefeld muss ich wieder links gehen, war das, ne? Rechts. Ja. Olli? Weiß nicht, du bist ja einmal falsch gegangen und dann waren wir voll cool direkt an der Quelle, weißt du? Also da sind wir nach unten gegangen, wahrscheinlich bist du dann irgendwo. Unten. Keine Ahnung. Lauf mal nach unten. Es dreht sich jetzt nach rechts. Okay, gut. Es dreht sich wieder, jetzt nach unten wieder. Ja? Ach man. Oh, hier ist die Höhle. Gerade erstmal unten drin. Ja, ich hab keine Ahnung. Ich glaube, bei unten. Erstmal zur Höhle, ne? Ja, ich probiere doch irgendwo hinzugehen. Du läufst nicht gerade. Ja, gut. Oben laufen. Einfach nur nach oben drücken. Was ist er denn für ein Typ da? Der gibt ja den Schaden. Die halten auch relativ viel aus. So. Echt? Ja. Ja, komm nicht von weg. Ja, doch. Okay, wo muss ich denn jetzt hin? Weiter nach oben. Das hat einfach nur schief gelaufen. Ja. Jetzt hat er sich gedreht, wo muss ich jetzt hin? Rechts. Und jetzt muss ich nach unten, oder wie? Nee, nach oben. Ah, okay, jetzt bin ich irgendwo dran. Wer wird es sauer? Direkt ein One-Hit. Weißt du, was ich gleich mache? Stundenlang mich hinlegen und schlafen und die ganze Zeit vom Schneesturm träumen. Ah, ich bin an Quelle, okay. Okay, Quelle berührt. Sehr gut. Und jetzt? Jetzt zurück, oder nicht? Ja, doch. Ja. Was? Jetzt, nee, jetzt rechts musst du. Du musst ja zum offenen Baum. Hm. Rechts.
So, oder wir probieren jetzt einfach direkt nach Osten zu laufen. Ja, meine ich doch. Ja, ja, richtig. Ja. Also wieder ein Schneesturm rein und dann immer noch, Immer nach Osten, ja. Ja. Muss mir gleich mal helfen, immer wenn der Schneesturm kommt, wo ich hinlaufen muss, weil ich, ja, ich glaube, meine Konzentration ist gleich null, also immer noch Osten. Also eigentlich sollten wir in die Mitte laufen. Ach nee, lauf jetzt nach Osten. Nein, ich lauf nach Osten. Der Wind dreht sich, jetzt muss ich hochlaufen. Ja. Jetzt musst du laufen. Jetzt bin ich wieder irgendwo reingekommen. Ja, aber du falsch gelaufen, bist du jetzt rechts laufen müssen. Ah, also. Okay, Schnee schon ist da, immer noch Osten jetzt. Aber gab es sogar einen Schneesturm? Ja, jetzt am Anfang ist immer ein Schneesturm und der bewegt sich nicht. Jetzt bin ich wieder irgendwo reingegangen. Ja, weil du genau am Rand der Map halt entlangläufst. Wenn du mal ein bisschen in die Map reinläufst erst und dann nach rechts gehst, dann ist einfach. Achso, muss ich jetzt nach oben gehen? Ja, aber nur ein kleines Stück so. Okay, und jetzt nach rechts, okay. Ja. Jetzt kommt der Schneesturm und jetzt muss ich nach oben gehen. Ja. Gut. Jetzt muss ich wieder nach rechts gehen. Ja. Ja. Bin ich wieder irgendwo drin. Wird richtig sein. Hm. Noch weiter? Ja, ich laufe jetzt gerade durch den. Ja. Nee, ich glaube, da sind wir schon wieder irgendwo. Du musst einfach bis zur Mitte laufen, dass du bei der Höhle bist, so. Von da aus dann nach Osten. Okay, aber wir müssen ja gleich erstmal die Höhle suchen. Ja, die ist halt genau in der Mitte eigentlich. Achso. Echt fertig. Das ganze Spiel mache ich fertig. Ich glaube, ich werde in der Nacht einfach nur sitzen. Ich muss nach Osten laufen. Mondsucht. Oh. Gab es hier gerade ein neues Limit? Oh, ist glaube ich sogar Limit 3. Ja, Limit 3. Ja. Nice. Na gut, dann hat sich das Level ja schon mal gelohnt. Ja, das ist eine Passive, so die macht, dass alle deine Teammates viel schneller angriffsbereit sind, so. Das ist ganz cool eigentlich. Gegen also, jetzt muss ich kurz warten, jetzt nach oben gehen. Stehen bleiben, jetzt muss ich nach links gehen, ne? Echt? Hm. Jetzt nach oben, ne? Jetzt, oder nach unten? Nach oben, ja. Jetzt bin ich wieder bei dem drinne. Das ist schon mal gut. Dann geh mal kurz in das Haus rein. Ja. Und speichere. Ist nämlich wieder warm. So. Speichern. Aber nicht beim Ruhen. Wenn wir jetzt straight wieder runterlaufen, dann kommen wir zur. So. Die Höhle in der Mitte. Ja, wo muss ich jetzt hinlaufen? Ganz geradeaus runter. Ganz geradeaus runter. Richtig okay. Geradeaus. Schneesturm, jetzt muss ich links, ne? Ja, genau. Ah, hier ist die Höhle, ja. Korrekt. Jetzt musst du nach rechts laufen. Also an der Höhle, am Höhleneingang. Jetzt nur noch rechts. Ja. Am Höhleneingang nach rechts. Ja, genau. Okay, also. Okay. Ah, Angriff, natürlich.
Ja, so, kaputt. Okay, und jetzt, weil ich es gedreht habe, muss ich nach unten laufen, oder wie? War die nach unten? Ja, ich bin wieder da. Mein Internet war kurz weg. Nee, du hättest also immer weiter nach rechts oder so. Keine Ahnung, ich hab's jetzt nicht mitgekriegt, was passiert ist. Hier ist jetzt wieder der Eingang von der Höhle. Nee, muss ich jetzt nach links gehen, ne? Warte, Ecto, lass mich kurz refreshen. Ich hab jetzt zu viel. Jetzt musst du nach unten laufen. Nee, jetzt muss oder? Ich nach. Jetzt muss ich nach rechts laufen, so, okay, gut. Nicht die ganze. Stehen bleiben, jetzt muss ich nach oben laufen. Ach. Ja. Ja, so denkst du nach oben. Hobbledy. Ne? Was? Ja. Ja, schief laufen. Okay, nicht schief laufen, gut, dann muss ich gerade laufen. Ja, muss ich jetzt. Ah, gerade. Muss ich jetzt hoch. Okay. Jetzt bin ich wieder irgendwo drin. Ah, ich glaube, ich verlaufe mich hier stets und ständig. Ja, hier war ich doch schon. Hier bin ich auch schon wieder falsch. Ich hätte so gerne den Controller für 10 Minuten. Ja, ich weiß. Kannst du einfach sagen, wo ich hingehen soll, dann gehe ich da einfach hin. Ja, aber es ist ja immer Zeitverzögerung, du bist da ein bisschen schon weiter gelaufen, weiß ich. Ja, dann warte ich halt jetzt einmal, bis du sagst, wohin. Weil dann dauert es halt auch ewig, ist auch kein. Ja, ist auch kein Problem. Ihr werdet sowieso nicht schaffen. Guck einfach, konzentrier dich drauf, wie sich das dreht. Du hast nichts weiter als Third Person Feel. Du bist ja eigentlich gewohnt, oder nicht? Ja, wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt hier oben an so einer Dings, wo ich jetzt runtergehen kann. Oh, das ist richtig. Ja, oh, geil. Und jetzt muss ich in die Höhle hier rein, ne? Da riechst du die Höhle rein, ja. Geil, wir haben es geschafft! Woohoo! Das muss ich jetzt, darf ich nur nicht krepieren dabei. Beeil dich, nicht zusammenbrechen. Alles noch? Gut, wir gehen in den Kampf. Doch. Ah, hier, oh, hä? Ah, du hast vielleicht Nerven, mich mit dem gleichen schmutzigen Händen berühren zu wollen, die dieses dreckige, heiße Quellwasser angefasst haben. Das werde ich dir nie verzeihen. Oha. Oh, greifen wir von sie von hinten an. Angriff. Angriff und Beschwörung. Wie free. Greift Cloud nicht zweimal an. Hat er nicht Zusatzschlag? Ja, hat er doch. Keine Ahnung, warum nicht zweimal angreift. Hat nur einmal angegriffen. Ja. Juhu, der haut aber schon rein. Irgendwas. Feuer? Ja, ich habe sogar Feuer 3 schon, geil. Feuer 3. Da muss ich gleich mal healen. Ah, geil, ich habe es endlich geschafft. Ah, wie lange hat das denn gedauert, bitte? Echt so einfach war die. Nein, lass ihn doch nicht drehen von ihr! Oh nein, nicht unser Heiler. Ja, schon geschafft, geil! Geheil! Oh, die hat aber auch 5000 Damage gemacht! Ja, das war schon evil Knievel. Warum? Fragezeichen. Oh. Materie Alexander halten. Ah, das war's. Wen kann ich jetzt die Materie geben? Red, würde ich sagen. Red geht ja. Aber ich muss ja sowieso einen gleich rausschmeißen, das wird der Red sein. Da brauchen wir echt einen neuen Kampf.
Er hat schon drei. Er hat nur zwei. Ich kann noch einen mitnehmen. Analyse geht raus und dafür geht Alexander. Was ist Alexander? Alexander ist heilig. Beschwörung Alexander heilig? Ja, der ist heilig. Ja, was macht denn der? Die Holy sein. Achso, ja gut. Gucken wir gleich, was er macht. Und wie kommen wir jetzt zurück? Heilig ist, glaube ich, ganz gut gegen so Dämonenscheiß, aber gibt's das überhaupt in dem Teil? Keine Ahnung, ich probiere den gleich mal aus. Wo muss ich jetzt hin? Ist scheißegal, oder was? Ja, jetzt laufen wir, bis wir zusammenbrechen. Achso. Weiß nicht, gibt's denn da irgendwas? Ich guck mal kurz. Oh. Würzschlag haben wir ja schon, ne? Ja. Alexander! Alexander haben wir auch. Komm raus aus deinem kleinen Loch. Wir können jetzt auf 10 gehen. Oha. Ja, eigentlich können wir einfach nur zusammenbrechen. Dann ist alles cool. Alter, was kommt da an raus? Alexander, ja. Was ist denn mit ihm los? Alter Verwalter. Uff, 4000 Schaden bei ihm gemacht, aber der lebt noch. Oh ne, ist doch kaputt. 4000 Schaden ist schon übel. Uiuiuiui. Der ging ab. Also einfach jetzt nur noch durchs Feld, einfach quasi links zurück oder probieren irgendwie. Ja, müssen eigentlich nur noch zurück, so. Ja. Oder später von selbst. Aber kannst auch daher laufen. Ja. Das ist toll. Ich glaube, es ist wurscht, was man macht. Ja, heile dich doch. Jetzt Zusatzschlag oder Zusatzdings? Ich muss gleich mal gucken, wie ich das, was ich equipped habe. Vielleicht hast du verklickt mit Zusatz. Ja. Heck, ne? Ja, wirklich. Guck gleich mal. Boah, Alexander nimmt auch sehr viel an MP weg, also. No. Der, ich glaube, den speichere ich da auch sowieso erstmal, macht danach erst die nächste, beim nächsten Mal. Ja, erstmal. Den Gletscher jetzt noch machen. Pew. Das ist das die Videosequenz. Pew. Ja, aber ich guck mal kurz, was ich equipped habe bei ihm. Zusatzschlag habe ich mit Raub zum. Die Nummer auf Zusatzschlag? Zusatzschlag. Level 2. Komisch. Zusatzwirkung hätte ich noch. Das wäre für Waffe Rüstung mit Materie. Ja. I don't know. Ja. Egal. Aber geschafft endlich. Wenn du Raub, glaube ich, kombiniert hast. Mach mal Raub weg. Ja. Was soll ich denn für Raub reinmachen? Egal. Raub auf jeden Fall wie man das. Zauber Plus kann ich rausnehmen. Aha, nee. Zusatzschlag mit Zusatzeffekt dahinter. Das mit Erde kombiniert. Ist auch ganz gut. Zerstörung. Mal Zerstörung weg. Zerstörung. Ja. Bitte oben zweite. Ja, was ich mit Zerstörung weg und was dann? Zusatzwirkung. Wegmachen, darf Zusatzwirkung hin. Ja, aber dann habe ich doch daneben Zustand. Ja, dann tauscht das rechts daneben mal mit Erde oder Feuer aus. Mit Zusatzschlag mit eins von den ersten beiden Materien. Welche dir cooler gefällt. So, haben wir jetzt Zusatzschlag und Hitze und Zusatzwirkung mit Erde. Ja. Okay. Zusatzwirkung mit Erde. Also deine Waffe macht jetzt Erdeschaden. Oh, okay. Ja. Also egal, jetzt probiere ich aber irgendwo hinzulaufen. Okay, also immer schön nach links. Dann gehen wir nach oben. Puh, ja. Ja genau, eigentlich wenn du immer nach oben läufst, müsstest du eigentlich wieder bei der Brücke rauskommen, so. Bei dem Haus rauskommen. Hauptsache nicht mehr sterben. Ja. Jetzt sterben wir verteilt. Das soll ich von den Sternen. Also nicht draufgehen und speichern noch.
kannst ja auch nicht speichern, bevor du da bist. Ja. Ja, aber immer hoch. Ey, wo komm ich denn an? Wo ist, hä? Jetzt bin ich ja wirklich falsch. Also links. Wenn man will, bricht man nicht zusammen. Guck mal, wie lange das schon her ist zusammen. Ja, das ist... Nein. Egal, die probieren es kaputt zu machen. Limit! Angry Video Game Nerd hat eine neue Folge hochgeladen. Ja? Angry Video Game Nerd. Kenn ich nicht. Ah, ist einer der ersten YouTuber, wie kann man den nicht kennen? Ja, Ahnung. Echt, die Leute? Nein. Die macht so Comedy-Style-Reviews von alten, schlechten Super Nintendo-Spielen und so. Wie hieß der nochmal? Angry Video Game Nerd. Okay, kenne ich nicht. Cool. Oh, Kugelhagel. Ich bin schockiert. Kugelhagel. Limits. Kugelhagel. Ach nee, ach, das ist ja schon der zweite. Muss ja nicht anrichten, okay. Geil. Auch schon den zweiten. Ah geil, jetzt bin ich hier wieder an dem Dings hier dran. Und dem Teil muss ich wie hin? Nicht rechts, sondern... Nein, hier müsstest du jetzt links, ne? Ja, das muss ich ja links. Glaube ich, links davon, ja. Dann gehe ich mal links davon, weil rechts würde ich ja wieder zur Höhle kommen. Ja. Wo ist ja spiegelverkehrt, dann muss ich jetzt rechts gehen, weil es ist ja von der anderen Seite. Ja. Weil jetzt gehst du ja rechts. Ja, weil es von der anderen Seite rechts ist. Ich weiß nicht. Ich weiß ja auch nicht, wo ich hin muss. Ich glaube einfach. Ich glaube, dass er zusammenbricht. Jetzt bin ich schon wieder irgendwo im Arsch der Welt. Da muss ich auch nicht hin. Ich lauf einfach immer hoch. Lauf ich links. In irgendeine Himmelsrichtung muss ja richtig sein. Ja. Oder fällt einfach irgendwann zusammen. Lauf nicht immer so schief. Ah, geschafft. Ja. Nice. Kurz nochmal hinlegen, dann nochmal kurz speichern und dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Aber jetzt auch wirklich sehr, sehr lange, tut mir auch wirklich echt leid, aber ja, dafür haben wir die richtig krasse, große Aufruf Alexander und der ist echt krass, also. Ich meine, macht alleine 4000 Schaden mit einem. Zusatzschlag, auch wenn ja. Er irgendwie noch nichts macht, warum auch immer. I don't know. Falls irgendjemand das bis dahin gesehen hat und weiß, warum Zusatzschlag nicht macht, gerne in die Kommentare oder so, oder auch in Twitch oder Club. Ja, vielleicht hat es wegen Raub, danach haben wir den nicht mehr getestet, oder? Ja, sehen wir ja nicht so. Speichern. So. Also ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch allen einen schönen Tag und ja, bis zum nächsten Mal. Und auch danke, Olli, dass du so lange mitgemacht hast. Ciao. Tschüss.